Ich habe eine Mail bekommen. Weißt du, was eine arabische Brille ist? Ja, hast du mir schon geschickt. Ich habe es dir schon geschickt. Tatsächlich, ich habe es nicht gewusst. Wir haben die warme Brille letztes Mal wieder nochmal ins Gespräch gebracht. Die arabische Brille, was ich auch nicht wusste, bei der arabischen Brille handelt es sich um eine Sexualpraktik, bei der der Mann der Frau beim Oralverkehr seine Hoden auf die Augen legt. Ich habe es nie gehört. Ich habe es nicht gewusst. Also ganz kurz mal eben, nur jetzt rein physikalisch. Nee, Quatsch. Physisch. Also sie muss den Kopf Hode, ja. Ein Hode auf beide, auf jeweils ein Auge, wie so eine Brille, die man aufgesetzt bekommt am Ende von wie so einer Massage. Eisbrille. Ja, wie eine Eisbrille. Nee, also quasi ein Ei auf jedes Auge oder ist das, oder wie ist das gemeint? Oder quasi der ein Hoden Ei sagt, auf ein Auge. Nee. Nicht ein Ei auf pro Auge ein Ei, natürlich. Oh Gott, ich muss lachen. Aber pro Auge ein Ei, aber wie kommt denn der Penis in den Mund, frage ich mich. Pro Auge ein Ei ist aber auch ein schöner Sendungstitel. Pro Auge. Das war aber auch damals so nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Pro Auge ein Ei. Als der Lebensmittel. Der Spruch kommt eigentlich aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Lebensmittel davon vor. Bundesernährungsminister, pro Auge nur ein Ei. Und es war dann natürlich auch so, viele Soldaten kamen versehrt nach Hause zurück. Nur ein Auge. Ungerecht, wurde geklappt. Bis nach Karlsruhe sind die gegangen und höchste Rechtsprechung in Karlsruhe. Und dann am Ende auch einäugige haben zwei Eier bekommen. Aber eigentlich war pro Auge ein Ei. Das war dann die Faustregel. Die hat dann, wer hat ihn denn? Ludwig Erhard hat die, glaube ich, noch ins Leben gerufen oder so. Lass uns das mal bitte in die Mitte der Gesellschaft zurückholen. Das ist, könnte auch eine Faustregel sein. Lass uns das für die Erwachsene, die jetzt zuhören. Das sollte bitte in die Familien eingeführt werden. Das ist jetzt ab sofort die Faustregel zur Zubereitung von Rührei. Man weiß ja nicht genau, wie viel Eier für wie viele Personen. Und die Faustregel ist pro Auge ein Ei. Das stimmt sogar. Ich hab das mal getestet. Ich esse immer zwei Eier morgens. Wirklich? Ich esse auch immer. Also ich hab heute Morgen Rührei gemacht mit drei Eiern. Mhm. Es ist das entscheidende zu eine viel. Ein zu viel. Es ist immer eins zu viel. Drei Eier denkt man, oh, mach ich mir. Aber eigentlich zwei Eier reichen dicke aus. Wirklich, ist wirklich so. Pro Auge ein Ei. Und vielleicht ist es ja so. Aber was ist denn mit zum Beispiel dem Bassaffer? Mann, Manowar. Was ist mit Leuten mit Glasauge? Eine Weintraube. Die kriegen dann eine Weintraube. Oh Gott, nein. Also wir können jetzt ja mal kurz Musik machen und dann gleich nochmal diese Faustregel ein bisschen manifestieren. Ja, aber ganz kurz, wer hat dir das geschickt? Arabische Brille ist eine das ist diese Sexualpraktik, wo der Mann die Hoden auf die Augen der Frau legt. Genau. Warum heißt das arabische Brille? Was soll das? Weil die dann durch die arabische Brille sieht, dann sieht die Welt schöner aus. Ich habe keine Ahnung, das heißt arabische Brille wohl angeblich. Wurde mir so zugeschickt, ja. Also ich glaube, es ist eine Urban Legend. Ich glaube, es gibt es nicht wirklich. Hast du mal gegoogelt gerade nochmal arabische Brille? Ich traue mich nicht. Ich wünsche mir jetzt von Truckstop